Huhu zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paladiner Weekend, sprich Skyrim Special Edition. Bei den Göttern, worauf wartet ihr? Wo die beiden Guten mich die ganze Zeit dazu drängen, mir in den Arm zu ritzen und mein Blut zu opfern. Damit, ich denke mal, diese Tür da vorne aufgeht, die ein bisschen aussieht wie Lord Voldemort, muss ich sagen. Also. Das war's. Es fließt gar kein Blut. Ich denke auch. Was uns da drin erwartet. Lasst es uns herausfinden. Können wir die Dinger hier vielleicht anzünden? Dann wird es vielleicht ein bisschen heller. Oder auch nicht. Faszinierend. Echte Akaviri-Flachreliefs. Beinahe unversehrt. Ich möchte nicht mit ihm in ein Museum gehen. Es wird ein trockener Besuch. Atemberaubend. Hier seht ihr, wie die Akaviri-Handwerker langsam den fließenderen Nordstil übernommen haben. Wir sind wegen Alduins Mauer hier. Richtig, Esbern? Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Gleiche Bild wie das hier. Und er hat da irgendeinen Unterschied dran erkannt. Hier zieht's aber gewaltig. Shors Knochen, da ist sie. Alduins Mauer. So gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Esper, wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Dankeschön, Delphine. Ja, sehen wir mal, was wir hier haben. Aber die Mauer ist beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Nein, aber ich würde ihn gerne lernen. Nein, von sowas habe ich noch nie gehört. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen. Aber uns bleibt keine Wahl. Naja, so wirklich aus dem Spiel sind sie ja noch nicht. Also du hast ja das Horn der Guten geklaut und wir haben es ihnen ja wiedergebracht. Ich frage Arngeier, ob er weiß, welchen Schrei sie verwendet haben. Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Esbern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Neidisch. Wir würden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel.
die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung, das finde ich. Das war gut. Wir kannten alle klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Ja, etwas trocken formuliert, aber das, beziehungsweise etwas trocken. Ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja. Sie hat genug Geschichtsstunde. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Das war sozusagen gerade die Legende, die auf uns, also sprich auf das Drachenblut, zutrifft. All diese Dinge, die er gerade gesagt hat, müssen sozusagen eintreffen bzw. geschehen, damit Alduin zurückkommt und sich das letzte Drachenblut ihm stellen muss. Was uns natürlich noch bevorsteht. Aber erst einmal bräuchten wir einen Schrei, der uns hilft, die Drachen auf den Boden zu zwingen. Jetzt geht sie dahin, wo ich eigentlich gerne hingehen wollte. Denn ich glaube, genau, hier ist eine Rüstung. Akaviri Samurai. Eigentlich eine sehr schöne Rüstung. Ich bin noch da. Erstmal bin ich mit der Rüstung, die sie anhat, zufrieden. Wir sollten ihr vielleicht auch mal das ganze andere Zeug geben. Ich wundere mich, warum wir schon wieder so überladen sind. Hatte ich hier nicht gerade... Gut, man sollte vielleicht auch unter A gucken. Dravens Bogen, den sollten wir vielleicht auch mal abgeben. Noch irgendwas wahnsinnig Schweres? 156, das geht eigentlich vom Gewicht. Und diese Hexenköpfchen. Oh Mann. Ja, ein bisschen, muss ich sagen, drücke ich mich vor dieser Quest, weil wir da so gnadenlos gescheitert sind. Beziehungsweise ihr ja eigentlich nicht. Ich bin da dran gnadenlos gescheitert. Ihr habt euch wahrscheinlich eher amüsiert daran. Gelbes Mädchenkleid. Kinderpuppe. Haben hier Kinder gelebt? Bei den Klingen? Hölzernes Schwert. Das sieht fast so aus, als hätten hier Kinder gelebt. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Für so einen geheimen Geheimorden? Sie setzt sich hier gnadenlos, anstatt dass sie sich einfach hier mal das Feuer anmachen würde. Dann wird es hier drin auch mal warm werden. Es zieht hier nämlich eh wie Hölle. Aber nein. Dann setzt man sich egoistisch mit der Fackel an den Tisch. Eigentlich gab es hier noch einen speziellen Raum. Speziellen Raum, speziell. Intriguing? Da unten. Ganz respektlos über Alduins Mauer springen. Glaube ich zumindest, dass das der Raum war, den ich meine. Genau, hier ist nämlich Drachenflug. This stonework is very impressive. It is a shame not many people will see it. Also er findet diese Wandarbeiten wahnsinnig beeindruckend und er findet es eine Schande, dass nur so wenige es sehen werden. Ja, da muss ich ihm allerdings zustimmen. Ein Klingenschwert, glaube ich, haben wir ja schon.
Genau, hier ist die eigentliche Klingenrüstung und die nehme ich jetzt auch mit, um sie auszustellen. Ein Schild der Klingen. Streitkolben-Etikette. Ich meine, ich kann sie mal ganz kurz anziehen, damit ihr ein grobes Bild davon habt. Dafür muss ich nur ganz viel anderes ausziehen. So, da haben wir es. Wo ist denn das andere? Unter Klingen. Sehr schön. Haben wir alles? Ich glaube. Eigentlich muss ich sagen, es ist hier vielleicht gerade ein bisschen dunkel. Ich stelle mich mal hier hin. Na, so. Es ist vielleicht ein bisschen hell, aber ich finde die Rüstung eigentlich sehr, sehr schön. Ja, sie ist ein bisschen asiatisch, sprich Samurai-mäßig angehaucht. Aber ich finde die sehr, sehr schick. Bis jetzt auf den Helm. Gut, oben auf dem Helm ist ein Drache, was auch wieder irgendwie cool ist. Naja, vielleicht ziehen wir sie ja jemanden an. Mir aber erstmal nicht. Wir sind eine Paladiner, wir laufen in knappen Klamotten rum. Nein, natürlich nicht, aber wir laufen in Paladinerzeug rum. Ich nenne das jetzt einfach mal Paladiner, obwohl es eigentlich Klerikerzeug ist. Wobei ich mich frage, welcher Kleriker so rumläuft. Ich bin noch da. Das ist gut. In other circumstances, this would be a wonderful place for a rowdy get-together. A rowdy get-together? Als ich ihr die Rüstung besorgt habe und ein bisschen aufgeräumt habe, hat Inigo mich gebeten, dass wir uns einen ruhigen Platz suchen und vielleicht mal ein bisschen uns unterhalten. Er möchte gerne irgendwas loswerden. Und ich denke, ich speichere mal kurz, sicherheitshalber, nochmal manuell. Wenn er ein Drache wäre, würde ihn dieser Ort nervös machen. Ich glaube nicht, dass wir einen Schrei lernen, der Drachen in Süßkuchen verwandeln wird. Das wäre natürlich Inigos Traum. Ich möchte eigentlich gerne, dass du dich hier hinsetzt. Und ich hoffe, es passt, wenn wir uns sozusagen dann hier hinsetzen. Er will sich gar nicht da hinsetzen. Inigo, wo gehst du hin? Okay, sie setzt sich hin. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert sozusagen. Es ist ein bisschen unhöflich, jetzt so mit ihm zu sprechen. Ich kann es eh nicht. Vielleicht, wenn ich auf der anderen Seite sitze. Aber ich glaube, die Stühle sind einfach zu weit auseinander. Ja, ich kann ihn auch von hier aus nicht ansprechen. Dann müssen wir das... Dann müssen wir das in irgendeiner Kneipe oder bei uns zu Hause machen. Ich denke, die Graubärte hatten ja, glaube ich, auch keine anständigen Sitzplätze, wo man sich ordentlich unterhalten kann. Kann ich nicht von hier aus schon reisen? Das müsste ja eigentlich gehen. So, die Graubärte. Das sieht kalt aus. So, der gute Arngeier. Der Anführer der Graubärte, glaube ich. Na gut, der Anführer ist es ja nicht, aber... Naja, der am meisten zu sagen hat, beziehungsweise der hier mit uns spricht. Eure Ausbildung macht gute Fortschritte, Drachenblut. Woher weißt du das denn? Ich muss den Schrei lernen, der Alduin besiegt. Woher wisst ihr davon? Mit wem habt ihr euch unterhalten? Es stand auf Alduins Mauer? Die Klingen haben mir dabei geholfen, das herauszufinden. Wir sind einfach mal ehrlich. Die Klingen, natürlich. Sie mischen sich besonders gern in Angelegenheiten ein, die sie kaum verstehen. Ihre rücksichtslose Arroganz kennt keine Grenzen. Sie wollten schon immer jedes Drachenblut vom Pfad der Weisheit abbringen.
Habt ihr nichts von uns gelernt? Wollt ihr als Werkzeug in den Händen der Klingen enden, nach ihrem Belieben zu ihren Zwecken eingesetzt? Eigentlich haben sie uns bisher noch nicht wirklich, sie haben uns momentan eigentlich relativ gut behandelt. Die Klingen helfen mir nur, ich bin nicht ihre Marionette. Das ist vielleicht, die Klingen wollen einzig und allein Alduin bezwingen, ihr etwa nicht? Das ist eine gute Frage. Was ich will, ist unwichtig. Dieser Schrei wurde bereits vorher verwendet, nicht wahr? Und hier sind wir nun wieder. Habt ihr schon einmal in Erwägung gezogen, dass Alduin vielleicht gar nicht besiegt werden soll? Jene, die ihn in grauer Vorzeit besiegt haben, konnten dadurch den Tag der Abrechnung nur verschieben. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Wenn die Welt enden soll, dann soll es wohl so sein. Lasst sie enden und neu geboren werden. Das ist aber eine ziemlich harte Ansicht, die Welt einfach untergehen zu lassen, Alduin siegen zu lassen, Alduin alles zerstören zu lassen. Ihr werdet mir also nicht helfen? Nein, nicht jetzt. Nicht bevor ihr wieder auf den Pfad der Weisheit zurückkehrt. Ich glaube, das war der da hinten, nicht der hier. Drachenblut? Wartet. Vergebt mir. Ich war unbeherrscht. Ich habe zugelassen, dass meine Gefühle mein Urteilsvermögen trüben. Meister Einhard hat mich an meine Pflicht erinnert. Die Entscheidung, ob wir euch helfen, liegt nicht bei mir. Also, könnt ihr mir diesen Schrei beibringen? Nein. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Wir trauern ihm nicht nach. Drachenfall hat keinen Platz im Weg der Stimme. Was ist denn an Drachenfall so schlimm? Er wurde von jenen erschaffen, die unter der unvorstellbaren Grausamkeit von Alduins Drachenkult gelebt hatten. Ihr ganzes Leben wurde von ihrem Hass auf Drachen verzehrt. Und sie warfen all ihren Zorn und ihren Hass in diesen Schrei. Wenn ihr einen Schrei lernt, nehmt ihr ihn tief in euer Wesen auf. Auf gewisse Weise werdet ihr selbst zu dem Schrei. Um diesen Schrei lernen und anwenden zu können, müsst ihr das Böse, das ihn erfüllt, in euer Innerstes aufnehmen. Das sollte aber kein Problem sein. Das Licht der Paladiner ist stark. Wenn der Schrei verloren ist, wie kann ich Alduin denn dann besiegen? Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Wer ist Partonax? Er ist unser Anführer. Er übertrifft uns alle in seiner Beherrschung des Weges der Stimme. Und warum bin ich ihm noch nicht begegnet? Er lebt abgeschieden, hoch oben auf dem Gipfel des Berges. Er spricht nur selten zu uns und nie zu Außenseitern. Es ist ein großes Privileg, ihn sehen zu dürfen. Also jemand, der noch weniger spricht als die Graubärte hier unten. Wie komme ich denn nach da oben, um ihn zu treffen? Nur jene, deren Stimme stark ist, können den Pfad finden. Kommt. Wir werden euch einen Schrei lehren, mit dem ihr den Weg zu Partonax öffnen könnt. Partonax. Ein schöner Name. Ich pflück erstmal Blümchen. Oh, ein... Ups. Das klang aber ziemlich blechern für einen Mantel. Lieder der Rückkehr, Band 2. Kennen wir noch nicht? Nehmen wir mit. Hier haben wir noch einen Graubartmantel. Ich finde das Geräusch so schön, wenn man Fliegen aufhebt. Okay, wenn die Halle leer ist, also wenn die alle irgendwie gegangen sind, dann klingt das oder wirkt das hier fast bedrohlich.
Können wir ihr nicht so einen Umhang anziehen? Ich bin noch da. Ich meine, er ist zwar ein bisschen dunkler, aber der könnte ein bisschen vielleicht passen. Nein, könnt ihr nicht. Das sieht furchtbar aus. Gib mir das wieder. Das geht gar nicht. Nach euch. Ja, die Graubärte wissen, wie man Feuer macht, im Gegensatz zu Delfinen. Lock. War. Chor. Himmel, wolkenlose Himmel, haben wir gerade gelernt. Frühling, wolkenlose Himmel. Ich werde euch mein Wissen über wolkenloser Himmel vermitteln. Dies ist unser letztes Geschenk an euch, Drachenblut. Nutzt es weise. Ich gebe mein Bestes. Wolkenloser Himmel wird den Nebel wegnehmen, aber nur für kurze Zeit. Der Weg zu Patornax ist voller Gefahren. Ihr solltet ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Geht immer weiter. Konzentriert euch auf euer Ziel und ihr werdet den Gipfel erreichen. Okay, dafür müssen wir den guten Schrei aber, glaube ich, auch erstmal in die Liste aufnehmen. Wolkenlose Himmel. Dann geht's jetzt also an den gefährlichen und kalten Aufstieg. Ja, damit können wir schlechtes Wetter schön machen. So einen Schrei hätte ich auch ganz gerne mal. Sicherheitshalber. Ziehen wir mal die Waffe, denn wir wissen nicht, was hinter einem Nebel lauert. Warum hat sie die Faust so komisch erhoben? Gut, eine Ziege ist jetzt noch nicht so furchtbares. Nein, die Ziege stirbt. Aber die war doch vorher auch in dem Nebel. Armes Zieglein. Oh, ein Eisgeist. Vorsicht, hier geht's weit runter. Der wehrt sich gar nicht so wirklich. Dein miserables Leben ist zu Ende. Inigo mobbt die Gegner immer. Ich frage mich, wie weit wir hoch müssen. Und der Nebel ist ganz schön hartnäckig. Oh, das klang mir gerade irgendwie nach einem Troll. Ich kann gar nicht so viel schreien, wie viel Nebel es hier gibt. Sie hat eine ganz komische Haltung irgendwie, oder? Für einen Zweihänder? Legt die sich denn so locker über die Schulter? Das war laut. Ja, tatsächlich, da ist ein Troll. Und irgendwie kämpft sie so auch nicht wirklich. Inigo kann ich mich verlassen?
Sie möchte, glaube ich, einfach nur gut aussehen, seitdem sie diese Valkyrenrüstung hat. Wir mussten den Aufstieg ja auch unbedingt nachts machen, wo es noch kälter ist. Schlägt ihr mit Fäusten zu? Und warum ist ihre Hand so blutig? Jetzt ist Inigo von hinten nach vorne gekommen, weil er sich auch dachte, Mensch, Utgard, das kann man sich ja nicht angucken, was du da vorne machst. Unser guter Inigo. Wir haben irgendwie, das sah gerade seltsam aus, wir hatten gerade irgendwie einen blutigen Hintern. Ziege, bitte überlebe. Lauf woanders hin. Stürz dich nicht in die Tiefe. Ich glaube, wir sind jetzt an der Spitze. Ah, noch nicht ganz. Wer lebt denn hier oben? Bei solchen Witterungsbedingungen. Hals der Welt. Die Air ist dünn hier. Ja, und da haben wir den guten Patronax. Ich kenne ihn natürlich schon. Wer hat damit gerechnet? Diejenigen, die Skyrim nicht kennen, dass es ein Drache ist. So, aber ich werde hier das Ganze erstmal unterbrechen. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Paladina-Weekend-Ausgabe sozusagen wiedersehen würden. Bis dahin, ciao.